Willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Heute möchte ich euch ArcLight City vorstellen. Ein sehr interessantes, ja, Retro-textbasierendes Cyberpunk-Rollenspiel. Und es ist noch nicht so viel im Spiel implementiert. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch mehr, dass es ein bisschen umfangreicher ist. Das ist ja quasi das Startmenü. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Gehen wir mal kurz so ein bisschen durch. Also ich werde euch sagen, was das Spiel alles bietet. Und ja, was richtig Negatives gibt es nicht, außer dass halt noch nicht so viel drin ist. Also es fehlt halt noch so ein bisschen Multiplayer-Aspekte, beziehungsweise ja, Gilden-Gang-Aspekte, was man da so machen kann. Und ja, das ist so, und vielleicht noch ein paar mehr Modi oder Möglichkeiten. Aber schauen wir uns erstmal an, was wir so haben. Die Cyberpsychose, die wir oben haben, fangen wir mal mit dem Interface an, ist im Prinzip die Energie, die wir besitzen. Nur umgedreht. Das heißt, auf 0% können wir machen, was wir wollen. Wenn die Cyberpsychose auf 500 ist, können wir nichts mehr durchführen. Und dann müssen wir warten, bis sie sich langsam wieder abbaut. Level ist klar. Je nachdem, welches Level wir haben, sind dementsprechend auch die Söldner, die Einheiten stark. Wir haben auch verschiedene Belohnungen, beziehungsweise hier auch kann man sich vieles kaufen. Genau, wir haben den Shop, wo man diverse Sachen kaufen kann. Kostenlos gibt es ja auch einiges, was man erwerben kann, wie man so schön sieht. So, das Cybernet, das heißt, wir haben sogar ein integriertes Internet, wenn man so möchte. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Wohnungen, wobei ich überlege, haben wir doch, wir haben ein bisschen Geld. Das heißt, wir könnten uns sogar so eine, aber ich würde jetzt eine günstige Wohnung mieten. Der Preis dieser Wohnung muss aber regelmäßig entrichtet werden. So, da haben wir dann jetzt diese Wohnung. Dann haben wir hier Feinde, Kopfgeldjäger, in dem Sinne Hitlist. Wir haben ein Wiki, wo wir uns über die Sachen informieren können. Und dann auch ja, so eine Art Polizeigesuch. Piepsen ist ja Twitter in dem Sinne. Oder X, wie man es jetzt nennt. Wo dann so ein bisschen die Charaktere twittern, die man wohl hat, würde ich jetzt behaupten. Herstellen, da kann man halt ja Gegenstände herstellen, indem man kleinere hochlevelt sozusagen. Die Gang, das ist die Gilde, die Mission in dem Sinne hat. Jetzt haben wir hier eine Gang-Wartung. Ja, starten wir die mal. Und mehr gibt es da auch noch nicht. Also Aufgabe abschließen, hochleveln und ja, man kann dann auch eventuell kämpfen gegen andere, aber das gibt es halt noch nicht so. Man hat die Mitglieder. So, hier müssen wir auch Ressourcen haben noch. Den Gangunterhalt müssten wir irgendwie aufrichten. Dann haben wir unser Profil. Das heißt, wir erstellen uns am Anfang einen Charakter, der männlich-weiblich, Haarfarbe, Augenfarbe und je nachdem ändert sich das Profilbild auch. Also das ist schon sehr umfangreich, was wir machen können. Wir haben eine Ausrüstung, die ist nur für uns, nicht für die Söldner. Und kann hochgelevelt werden, kann gefunden werden. Jobs sind dann halt unsere Nebenaufgaben. Das ist die Crew der Söldner, die gehen wir auch einmal durch gleich. Und ja, haben wir unser Markt, wo wir Sachen wahrscheinlich verkaufen können. Ja, ist halt noch relativ leicht, gibt noch nicht so viel sozial. Dann haben wir die Gang, Freunde, Gegner, ist also nicht so besonders. Hier haben wir dann unser Inventar. Wir haben hier auch haufenweise Sachen, die wir zwischendurch finden. Und ich werde auf jeden Fall noch Sachen verkaufen. Jetzt muss ich überlegen, Rucksack. Na wobei, ich glaube, der Rucksack ist wichtig.
Und dann haben wir hier unsere Söldner, die dann hochgelevelt werden können, die dann spezielle Fähigkeiten haben und auch verschiedene Sterngrade. Wir können dann Söldner anwerben. Das kostet jedoch ja, Ressourcen, wie man hier sieht, die wir nicht haben. So, da brauchen wir zum Beispiel Ressourcen, die wir aber auch sammeln können. Jetzt muss man überlegen, wir haben hier einen davon, bräuchten hier an der Stelle zwei. Ich überlege, doch, einen können wir machen. So sieht es dann aus. Wir aktivieren jetzt die Suche. So, mal gucken, was wir jetzt haben. Okay. Eine Söldnerin haben wir erhalten. So, aber das jetzt dazu. Wir haben hier die Wohnung, da können wir auch Sachen kochen. Wenn wir die nötigen Ressourcen haben. Da. Sushi. Wir können Sachen einschließen. Wir können Lieferungen machen, also man hat so ein bisschen auch Housing. Unsere AFK-Aufgaben, die jetzt hier in dem Sinne mit der Gilde verbunden sind. Stadtzentrum haben wir halt verschiedene Bereiche, wo wir auch eigentlich in jedem Bereich auch die Möglichkeit haben auf eine Quest, die wir dann machen können. Der Dock, Laden. Das sind so die Sachen. Dann haben wir den ganz normalen, ich sag mal, Gegnerbereich. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier einen Gegner aus und dann kämpfen ja, die dagegen. Beziehungsweise, ich habe jetzt den Automodus drin. Und beim Nicht-Automodus müssen wir halt unten drauf drücken und entweder blocken wir oder wir müssen halt in den blauen Bereich beziehungsweise Kopftrefferbereich gehen. Im Automatikbereich würde es halt alles automatisch passieren. Da müssen wir nicht viel machen. Wie wir oben sehen, steigt auch die Psychose. Das heißt, da haben wir weniger Möglichkeiten. So, aber das ist dann noch nicht alles. Wir haben dann hier verschiedene Bereiche, die wir auswählen können und die wir bereinigen können. Bereinigt wird das Ganze, indem wir dann zu dem Ort hingehen und die Festung erkunden. Und wichtig ist hier damit, dass auch wirklich bereinigt wird, ist Schwierigkeit schwer. Das heißt, da wählen wir jetzt in dem Sinne Level 10 aus, weil das wollen wir gerne machen. Und könnten auch jetzt noch andere Spieler dazusetzen, aber ist jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht unser Ziel. Und genau, jetzt haben wir die Festung und klicken uns an der Stelle so durch. Haben wir eine Quest. Können dann auswählen, wer angegriffen wird und müssen dann die Gegner auswählen. Die Charaktere von uns, die nach oben gehen, die haben ihre Fähigkeit aktiviert und die können wir dann ja quasi loslassen. Die Charaktere sind natürlich jetzt schon sehr stark. So, so als Beispiel. Aber ich werde das mal automatisch weiterlaufen lassen. Und rechts auf der Seite haben wir noch Heilungsmöglichkeiten, die wir dann besitzen. So, Gesundheit haben wir, die regeneriert sich nach jedem Kampf und das Schild regeneriert sich auch nach jedem Kampf. Das heißt, es ist dann nicht ganz so schwer. Wichtig ist aber, wir haben halt ein festes Inventar. Das heißt, irgendwann sind wir voll und können dann halt nicht mehr Sachen, so viel Sachen mitschleppen. Wir haben auch Truhen. Die Truhen sind dann durch verschiedene Minispiele geschützt. Hier haben wir ein einfaches in der richtigen Reihenfolge klicken Rätsel. Hier haben wir ein Klicken der richtigen Felder in der richtigen Reihenfolge. Und Rucksack, ja, Rucksack 5, genau. Und dann können wir in das nächste Feld. Unser Ziel ist es, an der Stelle die drei ja, Keys zu finden. Hier in dem Bereich haben wir da oben einen, das gucken wir gleich.
Aber wir besiegen auch alle. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt alle wirklich besiegen müssen. Das habe ich noch gar nicht mal ausprobiert beim letzten Mal. Aber ich glaube, wir können Truhen nicht öffnen, solange Feinde da sind. Genau. So war das. Wenn wir die Truhen wollen, müssen wir auf jeden Fall die Feinde bezwingen. So, dann haben wir jetzt erstmal die Truhen. So, jetzt haben wir hier ein Zeitschloss in dem Sinne. Auch interessant, und ich glaube, das waren dann auch schon alle. So, was haben wir denn? Verkaufen. Ne, das nicht. Aber hier den Helm zum Beispiel, das. Rüstung, da habe ich schon ganz gute Sachen. Stiefel. Der Anhänger. Verkaufen. Da können wir uns hier dann halt mit spezieller Währung auch Sachen von ihm kaufen. Machen wir nicht. Oder haben nicht genug Währung, also geht's weiter. Relativ einfach. So, jetzt haben wir einen Schlüssel eingesammelt und gehen dann in den nächsten Raum. So, auch hier gibt es einen Schlüssel und hier gibt es Gegner. Da sich jetzt nicht mehr so viel ändert hier in dem Bereich, außer dass jetzt hier, ich glaube, Minispiele habe ich euch alle gezeigt, die es gibt. Das Kampfsystem an sich habe ich euch gezeigt. Das heißt, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut-Break und wir gehen dann bis zum Ende der Festung. Also ja, das geht so lange weiter, bis wir alle Keys haben und dann, ja, kommt was Neues auf uns zu. Und das zeige ich euch dann. Also, bis gleich. Da befinden wir uns jetzt im letzten Raum. Gehen wir mal kurz die Fragezeichen noch durch, die Verschiedenes beinhalten können. Hier haben wir einen Händler. Haben wir eine besondere Truhe freigeschaltet, indem wir 5 Minuten geopfert haben. Wir haben nämlich auch ein Zeitlimit für die Dungeons von 30 Minuten. Eine besondere Quest, die wir annehmen. Und dann haben wir den letzten Key, wo dann ein Boss erscheint. Und der Boss ist dann etwas stärker, aber in den einzelnen Bereichen nicht möglich, wie wir hier sehen. Dann sind wir jetzt im Level aufgestiegen und dann können wir jetzt den Dungeon verlassen. So, damit haben wir, ja, jetzt können nicht, ist egal, Sachen können nicht übertragen werden. Dann bin ich jetzt hier die 10 und haben dann ein weiteres, ja, Bereich. Die Level sind dann an unser Level gekoppelt, das heißt, wir können jetzt zur Stufe 16 gehen und hier die Gegner in der Nähe abchecken. Und die sehen dann auch zum Teil ein bisschen anders aus, wie man sieht. Ja. Und das Ganze geht dann halt hoch bis Level, keine Ahnung was. Hier ist es erstmal jetzt 35 oder 36. Und es geht dann immer weiter. Und ja, das ist im Prinzip auch schon alles, was das Spiel aktuell zu bieten hat. Ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Wir haben jetzt hier auch, dass einzelne Gebiete von einzelnen Gilden kontrolliert werden oder kontrolliert werden können. Territoriumskontrolle kann man dann machen, also so ein bisschen so PvP-artig hat man da vielleicht schon,
Aber das konnte ich jetzt noch nicht so in dem Sinne testen. Aber das ist es, was das Spiel bietet. Für jemanden, der so ein bisschen auf Retro steht, so ein bisschen textbasierend und nicht zu anfordernd, ein bisschen RPG-Taktik, na, wobei Taktik weniger, der kann sich das gerne mal anschauen. Ich finde, es sieht recht interessant auch. Vom Kampfsystem her ist es recht interessant. Aber es bietet halt noch nicht sehr viel Mehrwert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ja, schaut euch sonst noch eine andere Spielvorstellung aus meinem Kanal an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.